Cool. Ja, das letzte Mal, als du es gestreamt hast, habe ich die Hälfte nicht gesehen, weil da war ja bei mir in der Stadt ja nicht gerade Zuckerschlecken. Und jetzt gönne ich mir mal eine kleine Intro. Moin Leute und willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil. Ich bin Schätzchen 05 und heute mit Confi im Background, weil ich habe heute den gesamten Vormittag gerankt, bin jetzt auf Platin und ich brauche ein bisschen Sanity für mein Hirn, will aber trotzdem weiter Resident Evil spielen. Das ist it's a struggle. Du denkst echt, dass wir Sanity für dein Hirn sind? Das denkst du echt? Du, ich hatte heute so einen Uganda-Typen, der versucht hat, mir irgendwie beizubringen, dass 13.000 Heilung mit Moira not enough ist. So. Ich habe so einen Uganda-Rechner vor mir sitzen, nicht besser. By the way, was mir Hol erzählt hat oder generell, was man mir erzählt hat, ich soll das Windwappen jetzt einmal zurückschleppen und ich werde das Haus nicht mehr ohne Shotgun verlassen. Weil das Messer ist, to be honest, it is trash. It's shit. So, ich packe auch noch mal ein bisschen mehr. Ich chill dich gerade so, warte doch auf mich, ich setze noch Tee auf. Das tut mir jetzt ja leid. So, aber jetzt müssen wir erstmal natürlich zurück. Weit, weit zurück. Bitte funktionieren. Nee, ich spreche gerade Stoßgebete aus, dass dieser, oh mein Gott, Updates werden. Oh mein Gott, ja, es hat funktioniert. Oh Gott. Es lebt, Igor. Es lebt. Er lebt. Er lebt. Er übersteuert, aber er lebt. Warte, ich fix das. Okay, I fixed it. Fix it, Felix. Ja, I fixed it now. I fixed it. Ich fix it, Felix. Was hast du gefixt? Dich. Alles gefixt, gar kein Problem. Alles gefixt, gar kein Problem. Funktioniert seit 2 Jahren. So, wo war denn das jetzt? Ach ja, stimmt. Snakes on the Plane, da war ja was. Updates werden verarbeitet. Dann kann ich gleich mal eine andere Festplatte einbauen. Ja, noch eine Festplatte essen. Nee, dann kann ich endlich wieder Videos machen. So, warte mal, wo war denn das jetzt? Das war da unten irgendwo. Wenn es eine Festplatte gibt, gibt es ja auch eine Flüssigplatte. Ernsthaft? Schon wieder Raben? Ihr Fuckviecher schon wieder? Winter Raven. Die Biester gehen mir echt auf den Keks, aber ne, das ist ja nicht mehr wichtig. Those Fox. So, erstmal ganz sutsches Backtracking in der Hoffnung, dass uns unsere gesichtessende Freundin nicht entgegenkommt. Nom. Dann ist die Frage, wie... Hallo? Jill? Wie gesagt, solange du keine Ketten hörst, alles koscher. Ja, Ketten, immer noch besser als Kettensägen. So, yeah. Alter, ich nehme gleich diese kleine Mini-Kette, die an mein Sturmfeuerzeug dran ist und halt die ans Mikro und er hat Shadow-Dauer-Panik. Nein, okay. Ich habe eine Shotgun, auch wenn er mir gesagt hat, ich soll nicht auf das Weib schießen. Aber ich sag dir, wenn so ein gesichttragendes Miststück auf einmal vor mir steht, ey, die kriegt die Knarre ihres Lebens, Alter, ja. The question is... Warte mal, was war das? Hat die Shotgun Rückstoß? Weil dann sie schießt einfach nur unglaublich langsam. Okay. Weil wenn sie Rückstoß gehabt hätte, dann wäre das sogar praktisch gewesen. Nee, das ist generell eine Sache, die mich hier an den Waffen generell ein bisschen frustet. Du hast die Shotgun, sie steht da und du drückst, du willst abdrücken, aber Jill denkt sich einfach, nee, ich stehe noch nicht richtig und in der Zeit bist du tot. Es ist immer ein bisschen schwäh. Ich muss erstmal den Motion Trigger in der Videosequenz aktivieren, damit ich schießen kann. Ja. Ein bisschen klobig, wenn du eine Shotgun benutzen willst, aber gut, ich hatte nie in meinem Leben eine Shotgun in der Hand, so I'm not the one to judge. I don't even care. Entschuldigung, musste gerade mein Mikro verschieben. Ich habe immer Angst, wenn das Mikro zu nah an meinem Bildschirm dran ist, dann hört man euch doppelt. Ich weiß auch nicht. So, ich habe ja euch auf Lautsprecher. Verwenden. Ach, guck mal, passt wie angegossen. Was zur Hölle? Ich habe hier Wappen eingepasst. Ja, seit so. Du fucking! Ach, lass mich raten. Und die muss ich jetzt hier reinpressen? Können dieses Objekt nicht einfach so verwenden? Hä? Was? Wenn eine Art Symbol sein. Lass mich mal gucken, prüfen. Ah! Es gibt einen Schalter. Ach, na, schau mal einer, guck.
Ja, Mensch, das macht das alles schon ein bisschen sinnvoller. Klink. So. Was? Ich habe Herr der Ringe saufen überlebt. Das hier wird ein Klacks. Jedes Mal, wenn ein Ring erwähnt wird und für jeden Ring einen kurzen... Also, das... Big Chili, das ist ja noch easy. Mach mal Frodo saufen. Ja, Frodo, Alter. Frodo. Logan saufen. Logan saufen ist tödlich. Das nächste Mal. Nein, ich mag mein Leben. Wie war das nochmal jedes Mal, wenn er flucht? Ja. Und der flucht ständig. Tut es nicht, Leute. Tut es nicht. Der ist in dem Film reinster Choleriker. Zink. Nein, zwei, ja, Gel, Schnee. So, hier, drück rein das Zeug. Schnee. Oh! Oh, Barry, was hast du mir denn hier hinterlassen? Eine Waffe wurde ordentlich hineingelegt. Das ist eine Magnum. Also, Geil. Wenn davon was überbleibt, ne? Ja, da oben gehe ich garantiert nicht wieder hin zurück. Die durchgeknallte, die kann mich mal. Big Chili schreibt gerade, Ed Schoschmann und Konfi. Ich hatte schon mal einen Revolver geschossen und der Rückstoß ist schon mehr als ordentlich. Es hat mir fast den Revolver aus der Hand gerissen. Ja, ich bin ganz ehrlich, ich würde gern mal irgendwie zu so einer Shooting Range gehen. Also irgendwie, ja, erstmal leicht anfangen mit so einer 9mm vielleicht, um mal das Gefühl dafür zu kriegen. Aber so eine Shotgun zu benutzen wäre schon was Cooles. Ja. Ganz entspannt, Mann, mit einer Pumpgun. Ich meine, wovor ich auch mega Respekt hätte, wäre entweder auch so, wäre auch ein Revolver oder halt so ein Sniper-Gewehr. Weißt du, so Sniper würde mich auch interessieren. So eine Großkaliber-Waffe. Mich würde es interessieren, wie das ist, auch wenn ich wahrscheinlich wüsste, dass der Rückstoß mir die Schulter knacken würde oder sowas. Ja, genau. So, yeah. Na, da fällt mir ein, ich muss mal wieder zum Bogenschießen, muss ich mal wieder gehen. Zum Bogenscheißen? Ja, ich schieße ja Bogen. Du schießt mit Bögen? Ich hab einen Bogen hier. Also ich schieße ja, wenn denn, mit Pfeilen. stell dir mal vor, du schießt mit einem Bogen und der schießt einen Pfeil. Nur Hanzo Main confirmed. Oh, das wäre richtig lustig. Hanzo, der nicht mit dem Bogen schießt, sondern mit dem Bogen. Der den Bogen zum Schmeißen benutzt, wie so ein Bumerang. Nee, aber ich habe ja hier, wir haben ja zwei Bögen bei uns in der Hütte draußen. Ich hab einmal Bogenschießen gemacht, aber das ist schon ewig her. Ich habe das auch mal gemacht. Das Geile war bei mir, hier in Hamburg ist ja mehrfach im Jahr der Hamburger Dom. Und da gab es einmal so eine Art Mittelalter-Wikingermarkt, sag ich mal. Ah, da, die Bögen. Ja, genau, da konntest du solche Langbögen benutzen. Oder du konntest Axtwerfen machen, das war auch cool. Oh, das haben wir doch mal gemacht, oder? Ich weiß nicht. Das war das Rad, was Micha immer macht auf dem MPS. Ich war mit, da war ich mit Kesu da. Und wir beide am Bogenschießen gemacht. Und ich habe gedacht, ach Gott, so eine Axt schmeißen. Das ist komplizierter, als man denkt. Ja, ist es auch. Big Chili, ich glaube, die Frage geht an Keks, weil Keks schießt hier mit Bögen. Keks, es wird gerade gefragt, schießt du in einen Verein? Ich habe früher in einem Verein geschossen. Aber, du schießt in den Verein? Alter, das ist... Peng, peng. Da war Spirit. Hey, die. Halt früher in einem Verein geschossen, nur dadurch, dass meine Eltern da weg, weil das war an einem Campingplatz, da waren wir in einem Verein. Und seitdem wir halt nicht mehr am Campingplatz sind, brauche ich halt einen neuen Verein. Und ich werde wahrscheinlich hier bei mir in der Gegend wieder demnächst in den Bogenschussverein gehen. Ich muss halt nur gucken, wie ich das unter einen Hut kriege mit meiner Showgruppe, weil das ist nämlich beides sonntags. So, jetzt aber, damit ich meine Ehre zu Holt wieder auferleben lassen kann. Big Chili, kein Problem. Nur mal so. Holt hat mir das Rätsel hier erzählt gehabt mit diesen Kerzen. Und er hat mir ja offenbar auch, was Vivi mir erzählt hat, Backseat Gaming mäßig, das tiefe Seufzen der absoluten Schande gegeben, weil ich es vergessen hatte. Ich hab ganz vergessen, dass hier ein Erste-Hilfe-Kasten rumlag. Das war echt das tiefe Seufzen der Schande. Oh ja. Es war eine Mischung aus... Das Ding ist, wenn Hol dein Resi-Stream guckt, ne?
Das besteht aus drei Sachen. A, er überlegt danach, was als nächstes passiert, beziehungsweise was genau in diesem Spiel jetzt als nächstes kommt, weil er das ja selber mal gespielt hat und dann überlegt, was kommt jetzt als nächstes und ist interessiert. Das zweite ist, er lacht sich darüber kaputt, wie du auf gewisse Dinge reagierst und ist schadenfroh als fuck. Oder drei, das Seufzen der Schande, wenn du etwas total Obvious-mäßiges vergisst, was er dir gesagt hat. Das sind die drei Phasen des Hohl während deines Resi-Streams. Ich meine, ja gut, ich habe jetzt hier, ich erinnere mich grob an etwas, nämlich das mit den Billardkugeln hier. 2, 3, 4, 5, 6. Die grüne ist die 6. Die Orangen ist 5 und eine rote ist 3. Aber ich begreife nicht so ganz, in welcher Bedeutung das jetzt. Ne? I forgot about this one. Und ich wünschte gerade, ich könnte mich erinnern. Weil. Lampe scheint grün. Was weiß ich leider nicht. Ich kann ja leider nichts damit wirklich anfangen jetzt. Ich habe die ja alle angezündet. Es sei denn, Jill denkt sich so, ja, ich mach die mal am besten aus. How about that? Jetzt brennen die ja letzten Endes alle. Ich hab die ja alle angezündet. Er hat mir auch mal irgendwas erzählt von wegen, dass man da, dass es irgendwo was gab, wo man nicht so unbedingt drauf kommt. Dann hat er es mir erzählt und ich hab's vergessen. Geil. So yeah. Ja, ein Code, nur. Ich meine. Leuchtet orange. Ein Gitarrenkasten. Er ist leer. Aber ich kann ja hiermit nichts wirklich anfangen. Aber. Kann ich die Billardkugeln anzünden? Nee, kann ich nicht, okay. Warum willst du die Billardkugeln anzünden? Ich versuche außerhalb der Box zu denken. Ja, lass mich. Hey, nimm doch die 8 von der Kugel und schüttel die mal. Vielleicht hilft das ja. Oh, magische Kugel. Was liege ich hier? Oh, magische Mies. Magische Kugel, sag mir, wie blöd ich bin. Ja, ich kann die auch nicht ausmachen. Treibstoff reinfüllen? Ich bezweifle, dass das funktioniert. Nee, funktioniert auch nicht. Ich wünschte, ich könnte mich erinnern. Würde er mich weniger hassen und weniger rumseufzen. Sekunde, ich bin gleich wieder da. Ich hole mir nochmal kurz was zu trinken, Leute. Jo. Ist hier vielleicht noch was hier an der Seite? Nee. Ein Farbencode, ja, aber wofür? Das ist ja. Farbencode ist ja nice und dandy. Aber. Ich begreife gerade nicht so ganz, ne? Weil das wäre denn ja 3, 5, 6. Aber bislang habe ich jetzt nichts gefunden, womit ich irgendwo, ne, hier, ne? Oder wie, in welcher Verbindung es zu den Kerzen steht. Mhm. Mach's wie Dante, schieß auf die Billardkugeln. Ja, das werde ich mit Sicherheit nicht tun. Guck mal auf die Schatten, Shadow. Schatten? Die werfen einen Schatten unten drunter, Shadow. Oh, warte mal, warte die mal. Die Kerzen. Warte, ich geh zurück. Die werfen einen Schatten? Wait a second. Ein Auge. Lampe scheint rötlich. War so ein komisches Auge. Was ist hier? Auch ein Auge. Das mit bestimmter. Ich kann sie ja nicht mehr löschen, sonst hätte ich jetzt auch gesagt, ich müsste sie in einer bestimmten Reihenfolge anzünden. Ah, die haben alle solche Augen da unten drunter. Aber das Problem ist ja. Das hat hier mit ja nichts zu tun gerade. Ich weiß, ich glaube. Ja, sprich mit mir. Ich such mal nach den passenden Farben bei den Kugeln. Und ja. Notier dir mal die Zahlen. 3, 5, 6. Dann müsste irgendwo ein Schalter, glaube ich, sein, wo du das eintippen musst.
Dann habe ich den Schalter offenbar noch nicht gefunden. Okay, wir merken uns 3, 5, 6. Oder 5, 6, 3. Oder 6, 3, 5. Oder, you know. Oder 3, 6, 5. Oder 5, 9, 5, 5, 6, 5, 5, 5, 6, 5. So. Gut, die einzigen Optionen, wo wir das eingeben könnten, wäre ja da entweder der Keller. Weil ich weiß nicht, der... Ich habe ja auch diesen Generalschlüssel jetzt. Nur ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt dafür für die Galerie verwenden kann oder nicht. I think not. Ach ja, stimmt. Hier gibt es immer noch Killerbees. Tür ist verschlossen. Auf den Tisch für die Galerie. Ich sitze hier okay, Computer. Does not work. Okay. Dann also ab in den Keller. Oder zumindest die Leiter. Ich hoffe, das ist kein Keller. Hol freut sich ja schon auf den Keller. Hol freut sich auf alles, was irgendwo mit meinem Leiden zu tun hat. Eine Leiter. Natürlich ist es Hol. Hinuntersteigen. Okay, warte mal, Sekunde. Einmal reloaden. Ja, ich glaube, ich muss jetzt nicht mit meiner Dings runtergehen, aber ich gehe jetzt runter. I'm going down. Going in. Okay. So, wieder da. Baby. 1. Okay, Baby. Nur Kisten. Why oh, bist du jetzt im Keller? Ja. Oh, Scheiße. Von der anderen Seite. Oh, Scheiße. Es wirkt wie ein Keller, to be honest. Keks, du sagst nichts. Ich sage nichts. Ich kann die Kisten schieben, auf jeden Fall. Auch ihr im Chat, ihr sagt nichts. Achso, oh, ich soll die Kisten auch schieben. Okay, push it to the limit. Na gut, dasselbe machen wir nochmal. Im Keller sind die Russen? Oh nö! Was? Ich weiß nicht warum, da ich und Shadow gleich weit in den Spiel... Was? Da ich und Shadow gleich weit in den Spiel sind. Wobei ich etwa zwei Räume weiter war als Shadow. Aber ich glaube, ich höre das Seufzen von Hohl bis Iserlohn. Oh mein Gott! Hä? Mein PC! Er lebt! Er lebt! Wieso kann ich da nicht rüber? Weil? Das sind zwei Kisten jetzt. Also Jill. Also, ich bitte dich, junge Dame. Jetzt sag mir nicht, ich muss die dritte da auch noch längs schieben. Okay, schieben wir noch eine dritte längs. Alles eine Frage der Perspektive. Ja, von der Perspektive sieht aus, als wäre das jetzt komplett voll, weißt du? Ja, ja, schon klar. Aber gut, also wenn das Spiel meint, ich brauche eine dritte Kiste, dann... Ja, ja, schon klar. Ja, ja, schon klar. Dann gebe ich auch gerne eine dritte Kiste. Ja, absolut kein Problem damit. Platz. Ja, absolut kein Problem. Jill schiebt sowas ja, als ob sie ihr Leben lang nichts anderes gemacht hätte. Mit ihren kleinen dürren Ärmchen. Okay. Fuck me sideways. Da passt tatsächlich noch eine dritte Kiste zwischen. Sah für mich nicht danach aus, deswegen. Oh lol. Sie ist jetzt gerade. Es sieht echt so aus, ne? Oh lustig. Oh lustig. Tut mir leid, das ist irgendwie letzte Zeit ansteckend, das ist so unglaublich. Ach du Scheiße, Wasser. Da ist ja Wasser. Wieso bereue ich das jetzt gerade? Wieso bereue ich das gerade hier lang gegangen zu sein, weil ich nicht gespeichert habe? What the fuck? Aquaring, well that's an Aquaring, alright. If I die. Ich nehme euch mit zum Backtracken, ich sag's euch. I will take you with me. Oh, nee. Ich könnte dir natürlich sagen, was kommt, aber nee. Okay, eine Überraschungs... Oh. That's a shark, alright. That's a fucking shark, alright. Okay, ich hab schon begriffen. Na, genau genommen sind es keine Haie, es sind mutierte Haie. Jetzt geh hier nicht Blues Clues an meinen Arsch, ich sag's dir. Kann ich hier raus? Probably not. Doch, Schlüssel für den Kontrollraum. Okay. Ja, von mir aus leg ich den Schlüssel auch ab. Ist mir. Sharknado, geil. Was ist das für eine Villa? Das ist eine gute Frage. Ah, keine Sharks. Sehr schön. Wobei, ich hätte gerne so eine Villa.
Wobei hier. Es geht hier noch weiter runter, Jesus Christ. Hohl meinte irgendwie, die haben auch an denen irgendwie Experimente gemacht, irgendwie sowas. Eine Warnlampe bedeutet auf Notfall hin. Also ich glaube, den Punkt Notfall haben wir schon längst erreicht, meine Freunde. Ich bereue es gerade. Aber die Sicht hier, Jill, beim Oh, hi, Shark. Fehlermeldung wird angezeigt beim Ablassen des Wassers. Muss etwas schiefgegangen sein. Lass einen Schalter zum Ablassen des Wassers drücken. Nimm das, Shark. Oh, Gottes Willen! Have fun. What? Locking all doors. Durre, durre, durre. Mein PC erlebt. Oh, fuck. Ich meine, immerhin das Letzte, was wir sehen. Oh, shit! Okay, das Letzte, was wir sehen, ist ihr Arsch. So, yeah. Tür scheint durch eine Art Sicherheitsmechanismus ver... What? Hölle ist ein Sicherheitsmechanismus. Dann machen wir den Notfall. Oh, come on. Oh, musst du vielleicht irgendwas einstellen? Ich hoffe. Oh, come on. Don't kill me like that. Ach, hier geht das... Nicht jetzt. Ja gut, dann... super, da ist auch Wasser. Die Tür wird durch Druck des Wassers geschlossen gehalten. Super, ich renne hier durch die Gegend and I will fucking die. Steuerbefehl von lässt stellen wir sicher, dass Mechanismus gelöst ist. Ja, how do I? Ich komme hier nicht mehr raus. Schnell, schnell, schnell. Oh, Alter, wehe. Alter, wehe. I will fucking... Anlassen kann ich... Was soll ich machen? Das verschlossen sich jetzt muss er lösen. Ja. Sicherheitsmechanismus wurde gelöst. Kann ich jetzt raus? Ich glaube ja. Oh, bitte. 90%. If I fucking die here, ne? Tür scheint durch den Sicherheitsmechanismus verschlossen zu sein. Hä, aber du hast ihn doch ich hab es doch gerade! What the fuck? Oh, come on jetzt! Ja, gut, das, that's game, right? I'm dead. Reaching 95% of pressure threshold. Ja, das, bin ich jetzt... All personnel, prepare for impact. Prepare for impact. That's nice. Oder... Ja, mal per Hand bedienen. Ja, beim Ablassen. Ja, that's it. I'm dead. Reaching maximum pressure threshold. Alter, okay, man muss dafür aber auch erstmal wissen, was da überhaupt gemeint ist. Hi, kommt rein und lass mich raten, ich bin tot. Ja, natürlich! What the fuck, Mann? Och, komm jetzt! Ja, that's fair. That's fucking bullshit, ist das. That's what it is. Great. Pause die Aufnahme. Das wird wieder...